Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Diesmal zur perfekten Kolonie mal wieder. Ja, wir haben beim letzten Mal viele Aufträge verteilt. Sehr viele Aufträge. Und die müssen jetzt alle noch abgearbeitet werden, wo es unter anderem um diese Gase hier geht. Und ja, deswegen möchte ich mir... Obwohl, nee, wir haben ja schon... Mensch, was rede ich denn? Wir haben einen Großteil der Leitung schon fertig, so dass wir eigentlich dann hier oben das Ganze dann doch nutzen können. Also wir müssen den Wasserstoff im Grunde in diese Leitung hier mit einbringen, aber auch immer nur dann, wenn es von hier keinen Wasserstoff gibt. So, wie machen wir das am geschicktesten? Dass wir die Leitung hier ranbringen. Allerdings müssten wir dann das mit einer Gasbrücke hier machen. Damit es nicht so im Weg ist, wird es wahrscheinlich da oben schöner aussehen. Da kommen wir noch nicht ran. Also machen wir es vielleicht eher hier oben. Ja. Wir gehen einmal hier weiter hoch. Gasbrücke, Gasbrücke. Dann wird erst einmal der Wasserstoff von hier unten genommen und nur wenn dort nichts kommt, dann der von dieser Seite aus. Ich glaube, hier haben wir mittlerweile ein Problem. Brauchte ich in dieser Kolonie nichts mit Priorität hochsetzen. Hier gibt es entsprechend wenig sich wiederholende Aufgaben. Das heißt, unsere... Wieso? Verhungern. Ufu und Frostbrötchen. Ach so, das steht, glaube ich, beides nicht auf dem Speiseplan. Und wir brauchen... Pinscher-Pfeffernüsse, genau, das war unser Problem. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch festgestellt. Dann lassen wir doch mal Tofu. Ich hatte Tofu schon auf den Speiseplan gestellt. Achso, vielleicht war es auch nur eine Meldung, weil sich das ziemlich schlecht oder schwierig mit den Pausenzeiten überschritten hat. Das kann natürlich auch sein, ja. So, hier fehlen noch ein paar. Oh, die habe ich aber doch tatsächlich auf 7 bauen lassen. Aber man sieht hier schon, auch auf 5 passiert das hier trotzdem. Ah, dann, ach so, das ist noch nicht fertig, weil wir hier nicht mehr hinkamen. Ja. Okay. Gut, ich glaube, das kriegen die auch fertig. Ohne unsere Unterstützung zur Not. Leiter fertig gebaut, dann kann das fertig gebaut werden. Und
Ja, dann wird hier wieder Strom erzeugt, dann, ja, dann kommt das Ganze in Schwung. Wird auch Zeitwürfel verschwenden hier jetzt gerade. Ressourcen dadurch, dass wir hier den maximalen Druck von 5 Kilogramm schon haben. Da kommt jemand. Fehlt immer noch die eine Brücke. Weil das noch nicht eilt, weil erstmal muss sowieso da oben der Tank befüllt werden. Wie viel produziert der? 363 Gramm pro Sekunde. Okay, dann reicht die eine Pumpe, weil eine Pumpe schafft 500 Gramm pro Sekunde. Fällt gerade noch ein. Das können wir noch verbessern, indem wir das so machen. Das dann da anschließen und das da anschließen. Weil es gab immer mal Probleme, wenn das nur ein Feld direkt nach der Pumpe war. Das würde ich gerne noch verbessern. Nee, das braucht nicht. Auch das braucht nicht auf 7. So, Wasserstoff läuft jetzt. So, der springt ein bei 20 und die bei 60. Okay, das heißt, Kohle werden wir jetzt ganz, ganz viel sparen gleich. Gasleitung dort zerlegen. Und die Gasbrücke auch. Jetzt setzen wir es vielleicht dann doch mal hoch. So, und dann schließen wir das an. Und wir schließen das an. Schon haben wir hier jetzt ein Feldlänge gewonnen. Aber wobei, das Problem hatten wir ja auch, glaube ich, nur wenn wir aus zwei Pumpen was zusammenfügen. Ne? Na, ist egal. So, neben diesem Tank für Wasserstoff brauchen wir hier auch einen für Erdgas, ist die Frage. Ne, eigentlich nicht. Vielleicht noch mal überlegen sollten. Nee, werden wir nicht schaffen, da ein Vakuum zu bauen. Wir bauen hier auch schon mal eine Gaspumpe fürs Erdgas. Aber wir leiten das Ganze da raus. So, hier braucht es noch eine Automation. Gleiche hier. Drum. So. Dann alles an Fremdgasen hier gleich raus haben, dann können wir später einfach den Hochdruckgasabzug hier zerlegen und dann von hier aus die Erdgasleitung Richtung Kolonie bauen. Aber das hat ja eh noch
ein bisschen Zeit, der legt erst in 45 Zyklen los. So, hier unten haben wir alles soweit. Wir müssen eigentlich nur noch alles hier raus haben. Damit können wir diesen Raum dicht machen. Das gleiche gilt auch für diesen hier. Das ist ein Unterschied zur ohne Willi, da geht nix Kolonie, wenn man das sieht, wie schnell die hier bauen. Ein einzelner ist unglaublich. So, hier überlege ich gerade, ob wir das nicht sogar stellen auf über 2000 Gramm. Ganz einfach, um den Druck hier später hoch genug zu halten, dass hier nur Wasserstoff reinkommt und nicht irgendwas anderes. Das ist die Idee dahinter. Natürlich auch noch die Frage, ob wir nicht hier einen Filter bauen. Oder habe ich einen Filter gebaut? Ne, habe ich garantiert nicht. Nee. Ich mache jetzt erstmal schon. Genau, wir stellen den auf über 2500 Gramm, dann bleibt der Druck hier drin zu groß genug, dass wir hier nur Wasserstoff drin behalten. Ja, und erst wenn wir den hier erreicht haben wieder, der bricht ja jetzt wieder aus, dann öffne ich die Tür wieder, dass wir den Rest hier rausräumen können. Das ist hier egal. Da können wir es so machen, weil der soll hier natürlich erstmal einen Vakuum pumpen. Müssen auch hier meiner Lieblingsbeschäftigung einmal nachgehen und alles aufwischen. Okay. So. Aufräumen, zack. Oh, brauchen wir nicht mal. Wurde sogar direkt aufgeräumt. So, jetzt müssen wir hier eigentlich nicht wieder rein in den oberen Bereich. Der pumpt da jetzt ein Vakuum. Hier unten steigt der Druck jetzt schon auf. Bereiche, die höher sind wie hier. Das heißt, wir können die Tür hier wieder öffnen, dass auch hier jetzt aufgeräumt werden kann. Sehr schön. Nee, mit der Erdgasleitung warten wir noch. Ich habe gerade kurz überlegt, ob wir jetzt schon anfangen, die zu bauen, aber nee. Was macht hier die Temperaturentwicklung? Ja, ich glaube, das können wir erstmal ignorieren. So, Wasserstoffgeysir oder Wasserstoffschlot Nummer 2 ist hier unten. Den würde ich zumindest schon mal, auch wenn wir ihn jetzt noch nicht aktiv nutzen, will ich den schon mal freigraben wollen. Dann kann der hier alles schon so ein bisschen mit Wasserstoff füllen und vor allen Dingen können wir den dann nämlich auch analysieren, um zu schauen, wie dringend das ist.
Abraxas legt direkt los. Das war beschmutztes Wasser. Nee, das ist eher nicht so prickelnd. Nach den Ressourcen wollte ich auch mal eben schauen. Wozu gehört dann wohl Diamant? Gute Frage. Verschiedenes? Ja, 18,2 Tonnen. Okay, davon haben wir erstmal genug. Wenn wir so ein paar Wärmetauschplatten aus Diamant bauen wollen, das ist schon mal gut. Ja, und dann habe ich jetzt eine schlechte Nachricht für euch alle, aber keine ganz schlechte, keine Sorge. Ich hatte jetzt heute nicht so viel Zeit, deswegen müssen wir das Video leider an dieser Stelle schon beenden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir haben diesen Bereich hier eigentlich endgültig fertig gebaut und abgesehen von der Gasleitung haben also auch gut was geschafft. Und dann geht's ja morgen höchstwahrscheinlich hier weiter. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit. Also erstmal danke fürs Zuschauen. Ihr lasst mir gerne trotzdem ein bisschen Feedback da. Und ja, macht's gut. Bis bald. Euer Krillo.